Arbeitsplatz der Zukunft. Bewegtes Arbeiten statt riskanten Sitzens? So lautete das Thema des 11. Kölner Abends der Sportwissenschaft. Zum wahren rheinischen Jubiläum begrüßte der Vorsitzende der Gesellschaft der Freunde und Förderer, Michael Mayer, rund 500 Zuschauer. Im Namen der Deutschen Sporthochschule Köln und der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Deutschen Sporthochschule Köln begrüße ich Sie heute auf das Herzlichste zu unserem 11. Kölner Abend der Sportwissenschaft. Professor Ingo Froböse, Leiter des Instituts für Bewegungstherapie und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation der Deutschen Sporthochschule Köln, leitete mit seinem Impulsvortrag den Abend ein. Und wenn Sie, wir haben es ja gerade schon mal gehört, darüber nachdenken, wie Ihr Alltag aussieht, dann ist er natürlich durch Sitzen schon sehr stark geprägt. Auf der Arbeit sitzen wir etwa 7,5 Stunden pro Tag und natürlich dann auch noch abends vom Fernseher. Bei vielen sei jegliche Bewegung aus der Arbeitswelt verschwunden, wodurch sich die Risiken für verschiedene Erkrankungen erhöhten. Daher schlug Froböse vor. Da Menschen sich gar nicht so unbedingt bewegen wollen, muss ein anderer Weg her. Und dieser Weg kann nur sein, wir müssen wieder die Bewegung zu den Menschen bringen. Das ist etwas anderes. Im Anschluss an den Impulsvortrag bat Moderator Wolf-Dieter Poschmann zur Podiumsdiskussion. Wenn man sich genau betrachtet, ist der Begriff Sitzen, das ist mir auch erst aufgefallen, als ich mich diesem Thema näherte, mehrfach negativ belegt. Also zum Beispiel, wenn man eine Klasse nicht schafft, ist man sitzen geblieben, nicht? Oder wenn Partner sich verlassen, hat man jemanden sitzen gelassen. Wie könnte bewegtes Arbeiten in der Praxis aussehen? Die Experten diskutierten mögliche Lösungen und Ansätze aus verschiedenen Perspektiven. Professor Rolf Ellegast, stellvertretender Leiter des Instituts für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, zeigte auf, dass es verschiedene Optionen gibt, wieder mehr Bewegung in den Arbeitsalltag zu bringen. Bei vielen Arbeiten aber benötige man den Computer. Daher stelle sich insbesondere die Frage, wie man sich auch während der sitzenden Tätigkeit bewegen könne und ob dies mit dem Arbeitsprozess zu vereinbaren sei. Gemeinsam mit einem großen Unternehmen hat er innovative Geräte getestet. Interessant war, wir haben solche Leistungsparameter untersucht und objektiv haben wir eigentlich keine Leistungsabnahme feststellen können gegenüber einem Standardbüroarbeitsplatz. Subjektiv waren die Leute der Meinung, sie wären viel schlechter in der Leistung. Durch die dynamischen Arbeitsstationen sollen Arbeitnehmer die Möglichkeit bekommen, sich auch am Computer zu bewegen. Beispielsweise durch das Ausführen elliptischer Bewegungen unter dem Tisch lässt sich die physische Aktivität signifikant erhöhen. Professor Froböse betonte noch einmal die Eigenverantwortung. Also erstmal ist grundsätzlich ganz wichtig, dass wir verstehen müssen, dass Gesundheit nicht an ein Produkt geknüpft sein darf, sondern Gesundheit ist immer etwas, was mit mir selber zu tun hat. Viele geben ja gerne die Gesundheit, den Rückenschmerz an den Stuhl ab oder an die Matratze oder wie auch immer oder an den Stehtisch und sagen, wenn ich den habe, wird schon wieder alles gut. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass Menschen verstehen, dass sie immer selber verantwortlich dafür sind. Der Rückenschmerz kommt nicht durch den Stuhl und er geht nicht durch den Stuhl. Maßnahmen für ein qualitativ hochwertiges betriebliches Gesundheitsmanagement sind teilweise mit hohen Kosten für die Unternehmen verbunden. Dennoch hält die Geschäftsführerin des Instituts für betriebliche Gesundheitsförderung, Dr. Julia Schröder, diese für ein lohnendes Investment. Sie verwies aber auch darauf, dass es nicht damit getan sei, lediglich Geräte anzuschaffen. Das sind verhältnispräventive Angebote. Ich modifiziere die Arbeitsumgebung, das Arbeitsumfeld, die Arbeitsplatzergonomie und ich muss zeitgleich und zwar immer wiederholend und auch niederschwellig Verhaltensprävention betreiben. Das heißt, ich muss erstmal damit anfangen, Informationen zu übermitteln. Wir machen das über ganz kleine Impulsvorträge, wo erstmal der Link bei den Leuten im Kopf geschaffen wird. Warum ist das so wichtig? Professor Jens Kleinert, Leiter des Psychologischen Instituts der Deutschen Sporthochschule Köln, verdeutlichte, dass die Akzeptanz der Geräte die Grundlage für die langfristige Nutzung sei. Er appellierte, den Faktor Mensch mit seinen individuellen Gewohnheiten nicht außer Acht zu lassen. Man müsse sich vor allem am Gefühl der Menschen orientieren. Rein rationale Informationen helfen kaum. Aber nur, dass wir anderen Menschen erzählen, was gut für sie ist, führt offensichtlich nicht zur Verhaltensänderung. Das Motivierende sei vielmehr das persönliche Erleben. So könne auch mühsames Treppensteigen in den 9. Stock Spaß machen. Zum Beispiel, wenn man sich währenddessen ausgiebig mit Kollegen austausche. Das heißt, was passiert an der Stelle? Etwas, was total anstrengend ist und aufwendig, nämlich eine Treppe zu steigen, wird plötzlich zu einem Erlebnis. Und das ist etwas, glaube ich, was wir verstehen müssen, dass wir eigentlich eher Dinge tun, die für uns ein Erlebnis sind.
Im Anschluss an die Diskussion hatte das Publikum die Möglichkeit, Fragen an die Podiumsgäste zu stellen. Wie könnte nun der Arbeitsplatz der Zukunft aussehen? Und was muss bei der Forschung zur Weiterentwicklung der Konzepte berücksichtigt werden? Die Experten kamen zum Resümee. Ja, Arbeitsplatz der Zukunft ist für mich mehr eigentlich ein sozialer Arbeitsplatz. Also, dass man miteinander was macht, dass man in Teams arbeitet. Das kann bewegtes Miteinander sein, das kann aber auch einfach rumlümmeln sein und irgendwo liegend arbeiten. Sicherlich die technischen Dinge ändern sich auch, aber die sozialen Dinge dürfen dabei nie unberücksichtigt bleiben. Also wir sollten einfach das Miteinander aktiv sein, miteinander arbeiten, in den Vordergrund stellen und eher die Geräte dabei daran anrichten. Ich denke schon, dass der Arbeitsplatz der Zukunft mobiler sein wird, agiler, bewegter und interaktiver auch wieder. Dass wir, glaube ich, so ein bisschen aus dieser Isolation, die wir fast teilweise momentan im Büroarbeitsplätzen haben, wieder rauskommen werden. Und dass das unter anderem daran liegen wird, dass wir einen Generationswechsel sowohl auf den Führungsebenen haben werden, als auch bei den nachströmenden Generationen auf den Arbeitsmarkt. Dass diejenigen, die heute ins Berufsleben kommen, andere Ansprüche an den Arbeitgeber haben als vor 30 Jahren. Und es um mehr geht als nur das regelmäßige Gehalt, sondern dass Mitarbeiter das aktiv einfordern werden. Mein Arbeitsplatz sieht so aus, dass ich möglichst viel delegieren kann, dass ich möglichst viel im Blick habe, dass ich möglichst viel interaktiv, kommunikativ und sozial angebunden machen kann, dass ich eben nicht isoliert bin vor meinem Rechner und ganz alleine bin, nein, dass ich mich wieder in die weite Welt hinaus begeben kann, kommunikativ, was ich ja vor Ort machen kann aufgrund der neuen digitalen Medien. Und er sieht so aus, dass ich es wirklich nicht in starrer, unbeweglicher, statischer Position mache, sondern eben sehr viel Dynamik insgesamt habe, weil das beides sind für mich Lebensmittel. Oftmals ist die Forschung sehr einseitig ausgerichtet. Ich selber mache so Physiologieforschung und zwar mit dem Schwerpunkt physiologische Effekte von solchen Arten von Präventionsmaßnahmen am Arbeitsplatz. Das ist aber nur ein Punkt, das hat man auch heute Abend schön gesehen. Herr Kleinert macht die Motivationsaspekte und wichtig ist, glaube ich, das Thema von ganz verschiedenen Sichtweisen aus zu beleuchten und dann mit unterschiedlichen Methodiken daran zu gehen, weil es reicht nicht, ein technisches Gerät hinzustellen, sondern die Motivation dazu ist wichtig, der Zusammenhang dazu ist wichtig. Und ich glaube, zukünftige Forschungsvorhaben müssen sich zum einen mit Technologie befassen, weil sich die Technologie rasant ändert und wie steht die Physiologie und die Bewegung des Menschen im Zusammenhang mit neuen Technologien. Aber das Ganze dann ganzheitlich betrachten, also von psychischen Aspekten angefangen, Motivationsaspekten, Akzeptanzaspekten und dann aber auch Wirksamkeitsaspekten und auch finanziellen Aspekten. Ein Arbeitgeber muss ja investieren, um solche Geräte anzuschaffen und da muss man gute Gründe haben, warum so ein Investment nötig ist oder beziehungsweise sinnvoll ist. Nach dem Ende des offiziellen Teils hatten Experten und Zuschauer bei Essen und Getränken die Möglichkeit, das Thema des Abends nochmal ausgiebig zu diskutieren. Im Foyer konnte das Publikum zudem einen aufgebauten dynamischen Arbeitsplatz testen und sich von der Funktionsweise überzeugen. Der Transfer von Wissenschaft in die Praxis und in die Öffentlichkeit war auch beim 11. Kölner Abend der Sportwissenschaft wieder einmal sehr erfolgreich.